Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid. Wir sind bald durch mit der Hälfte der Season 1 und dann haben wir ja noch Season 2 und 3. Also da kommen wir ein bisschen was auf uns zu, aber ja, so ewig ist es auch nicht mehr. Gut, wie gesagt, herzlich willkommen zu Grid und der Super Edge Sweet Trophy. Das ist das, was nächstes ansteht. Drei Strecken stehen an. Okutama, ach Gott, Sprintstrecke, okay. Havanna und San Francisco. Platz 3 ist das Ziel und das wollen wir auch hoffentlich erreichen. So, was gucken wir denn nochmal, haben wir denn für Autos eigentlich zur Verfügung? Nehmen wir den Lancia. Den müssen wir auch erst kaufen. Ach komm, wir kaufen den Clio direkt mit dabei. Aber nehmen wir uns den Lancia mit. Den Mini haben wir ja schon gefahren und den Audi haben wir schon gefahren. Und jetzt wollen wir mit dem Lancia hoffentlich das nächste Rennen mitnehmen. So, ja, auf geht's. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. So, auf geht's. Für 14 ist unsere Startposition. Wir haben 10 Kilometer, 10 Kilometer Zeit, das Rennen hier nach Hause zu rocken. Aber komm schon gut weg. So, wenn sich bewusst ist, ja, der rutscht ein bisschen hinter die Hinterachse. Das sehen wir gerade gar nicht, das war falsch, aber wir müssen damit irgendwie klarkommen. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Von außen nehmen wir den nächsten mit. Dann hänge ich schon auf B4. Ja, ich habe das 400 Stück gleich wieder durch. Nee, du da nicht, okay. Ja, die Firmen. Ein Rennen an. Und das nach wenigen Prozent, wenigen Metern. Ja, Kilometern wieder. 50% gefahren. Bei 20% sind wir über 2 Kilometer. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil die Karre ziemlich rutschig ist. Probieren wir die Hinterachse. Gucken wir mal wieder mit dem Heck und mit dem Slauch, was ist nicht irgendwie. Ja, ist gut. Ja, sind wir vorne. So, zwischenzeitlich haben wir jetzt ein Drittel des Rennens durch. Ja, das letzte Rennen haben wir ja nicht gewonnen, gestern. Aber das war wie gesagt, das ist auch ein bisschen weggekommen jetzt. Weil wir den Jimbo den ja gewinnen haben lassen. Ich bin schon ein bisschen weggezogen vom Rest des Feldes, aber. Ja, wie gesagt, wir haben den Jimbo den gewinnen, damit er sich in der Tabelle verbessert, damit er Dritter geworden in der Gesamtwertung. Wir hätten ja noch Platz 2 gesehen, aber. Naja, sei es drum. So, Halbzeit. Ja, ich muss echt ein bisschen aufpassen, weil das ist ja, die junge Dame, die ich da immer berührt habe, die ist direkt dahinter, also frei nur. Die ist natürlich ein bisschen angepisst auf uns. Die hätte es gerne mit, noch irgendwie mit aussehen, aber den Gefallen möchte ich hier natürlich nicht tun. Können wir uns wieder ein Stückchen absetzen. Ja, ja, wie gesagt, dieses Rutschen und das Heck, das ist gerade nicht sehr angenehm. Ich bin mal gespannt, wie der Clio dann im nächsten Rennen fährt, den wir dann ja auch nochmal nehmen. Kann mir Autos momentan echt kaufen, weil ich ja mehr Kohle nehme. Weil mit dem VIP-Pass habe ich ja immer noch keinen Bonus dazu.
Heute ist ein zweiter, okay. Ich bin bestimmt schon gut im Bild. Ah, ich bin gespannt, ob das Ding hier durchgeht. Ich will es ja durchgehen. Was damit dem Need for Speed weitergeht. Ich weiß, dass Sonne jetzt durch Need for Speed Underground 1 mit zusätzlich noch gebracht habe. Zum zweiten Teil, glaube ich, parallel. Naja. Zumindest führen wir jetzt ein Rennen mal lang. Und zwar ziemlich deutlich 91%. Das sollten wir uns eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Oder? Das, ich habe ja schon. Ich kann mich erinnern, glaube ich, habe mein Rennen, glaube ich, auf die Zielgerade von noch versammelt. Und ich als erster die Zielgerade bin, wenn die Karre weggedreht ist. Und ich habe glaube ich, als 9. Mal noch Rennen gehabt. Das soll hier nicht passieren. Wir haben ihn schon gewonnen. So. Erster Sieg ist durch. Wir haben 113.000 für die Renneinkünfte bekommen, plus noch den Bonus dazu. Ja, gut, ein bisschen Kosten. Aber sei es drum. Wir haben Kohle ohne Ende, wie gesagt. Ja, wir sind immer noch in der Season 1. Die haben gesagt, kommen wir aber bald auch durch. Nächste Woche irgendwann kriegen wir, glaube ich, die Hälfte durch. Und dann geht's eigentlich relativ zackig, hoffentlich. Aber ja, da stehen noch die Season 2 und 3 an, also 2 und 3. Aber wir müssen noch ein bisschen was tun. So. Aufstieg, Level 76 für uns. Und wir haben mittlerweile über 20 Millionen Credits. Also, die können ja mit einer Wucherkarre von 15 Millionen kommen, das soll mir jetzt nicht recht sein. So, nächste Rennen ist Havanna, beziehungsweise in Kuba dann mit 3,45 Kilometern. Drei Rundenrennen stehen uns an und ja, auch das Ding wollen wir natürlich gewinnen. Muss man aber so zwischendurch ein bisschen auf die Uhrzeit achten. Wir dann später noch mit. Geht ja dann weiter mit. Hallo, meine Damen und Herren, ich höre schon eine Menge Jubel. Wie gemeinsam aufnehmen. Ein bisschen mehr für Kristen hier. Fantastisch. Entschuldige. So, auf geht's. Ja, Entschuldigung, ich habe mich unterbrochen, aber es ist ziemlich gerade nicht. Der 15 ist ja schon das. Und wir gehen ins nächste Rennen hier. Und ich sehe gerade, dass der Teamkollege hinter uns ist. Du ich schon glaube, wieder. Du hast jemanden wütend gemacht. Entschuldigung. Das ist von mir klar, dass du das probierst. Das ist neu. Jetzt habe ich es. Ist das irgendwie wirklich? Müssen wir eigentlich mal gucken, ob wir das mal den Typkollegen wechseln können. Oder ob das allzu zufällig ist. Auf jeden Fall noch nicht das Rennen an. Boah, der zieht es aber. Ja gut, da hat er ein bisschen zu sehr Glück aufgelassen. Das war mir klar, dass ich die nutze. Jetzt packen wir den Mini noch hier. Also Mini war, das war einer. Ja. Das geht weit in die Wand. Da bin ich ein bisschen weiter rausgekommen. Aber wir führen. Nee, Einigung ist halt noch nicht. Wir haben die erste Runde schon mal durch. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Natürlich ist es immer sehr reizvoll, wenn man von ganz hinten startet. Dadurch das Feld durchzufliegen, wenn das dann funktioniert, ist bei weitem nicht durch in jedem Rennen. Ich kann mich an einige Okutama-Rennen erinnern, wo es, weil es immer nicht geklappt hat. Ich stecke einfach nicht mehr lieb und im letzten Rennen haben wir ja da gewonnen auch. Jetzt noch den Auftrag geben. Aber ja. Aber jetzt ist auch nicht so richtig mehr, das war glaube ich das Gefühl. Sag wahrscheinlich ein bisschen auch an der Strecke, ne? Das nächste Rennen ist ja San Francisco gleich noch. Da sind wir durch heute, aber wir haben ja noch ein bisschen was zu tun.
anderem technisch. Bleib in Führung. Letzte Runde. Die Kollegen sollen da hinten kommen. Weiß Gott, ich komme jetzt Platz weg. Da kann ich aber jetzt nicht. Da kann ich jetzt aber auch nicht keine Rücksicht drauf nehmen. Jetzt hat er zumindest mal einen geholt. Wir kommen mittlerweile echt ohne Probleme hier durch. Es gibt dicke Punkte und könnte auch sein, dass es eine neue Zeit, neue Weltzeit gibt. Immer noch so reden, das rein an. Diese kleine Schikane noch. Und dann haben wir's. So. Ja, selbst ist es geworden am Ende noch. Und wir haben sowas von souverän gefahren. Wir haben 10 Sekunden, fast über 10 Sekunden Vorsprung gehabt. Wie gesagt, gucken wir dann mal bei Gelegenheit, ob wir dann tatsächlich die neuen Teamkollegen einsetzen können. Oder überhaupt einen neuen Teamkollegen einsetzen können. So, am Anfang habe ich ja gedacht, immer, das ist ein Rivale, aber das ist der Teamkollege, ne? So, 7000 Erfahrungspunkte brauchen wir, um Level abzukriegen. Und das letzte Rennen ist San Francisco mit 2,89 Kilometern. Die Strecke ist relativ kurz, also wieder 3 Runden. Und jetzt steht der Teamkollege auf 2. Okay. Und wir wollen. Oh, wir stehen auch da hinten. 7. sind wir mittlerweile. Okay. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter 4 Augen. Nicht mehr lange und wir werden. Okay. Ja, das werden wir wahrscheinlich werden. Aber dafür müssen wir das Rennen erstmal fahren. So, hat sich nicht wirklich viel geändert. Jetzt können wir aber rein. Oh, Entschuldigung, mein Freund. So, das war jetzt ein bisschen die Planung. Ich wollte ihn eigentlich jetzt durchdrücken. Hilfe, oh ja, noch ein bisschen zurückgefallen. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Ja, la. Ich will ihn weg, will ihn ein bisschen wegdrücken. Um mein Teamkollege nach vorne zu bringen, und das haben wir gerade geschafft. Und wir hängen jetzt verdammt auf 5. Ich bin 2 Autos. Deine Teamkollegen rammen bringt uns nicht weiter. Das war auch nicht der, was. Das. Ach, vergiss.
Ja, es hat da in meine Bahn reingerutscht. Ich bin jetzt 6 Tage gefahren. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 okay, ein paar Plätze. Das war nicht gut. Das war irgendwer anders, als ich da wohl weggedreht habe. Aber das hat sich jetzt gerade ziemlich gut. Das ist jetzt gerade nicht so die Bahn, ja? Der Teamkollege ist jetzt vorbei an der Führung. So, ja. So, ich bremse mich jetzt mal gerade kurz zurück und ich bin jetzt in der Führung und damit haben wir doch geflogen. Na, jetzt würde es eh nichts bringen mit der Reihenliste, also werde ich das Rennen versuchen zu gewinnen. Ich hätte ein paar bessere Ergebnisse gehabt, aber der letzte 15. Platz oder was es war im letzten Rennen, war natürlich alles andere als gut. So. Aber das ist jetzt. Können wir jetzt beide ein bisschen absetzen vorne, okay? Eigentlich wäre möglich, haben wir den Clio. Den haben wir uns auch schon gekauft. Ich mag die Strecke ja so ein bisschen. Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Alles gut. Da bin ich sehr, sehr weit runtergekommen von der Linie. Auch, dass wir kaum noch Rennen haben, wo ein Rennen nur dabei ist, wo wir nur so 5 Minuten Dinge haben. Ich finde es auch gut so, weil es ist auf Dauer langweilig, dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit zu fahren. So. Ding geworden, Doppelsieg. Und wieder fast. Fast 100.000, ne Quatsch, 100.000 waren es nicht. 20.000 Erfahrungspunkte. Aber diese Quelle jetzt mehr dabei. Sehr schön. Juh, dann haben wir es. Dann haben wir das auch. Vielleicht noch nicht mehr Level ab. Erst nach dem nächsten Rennen wahrscheinlich irgendwann. Und 3 verschiedene Autos auf den ersten 3 Plätzen. Und wir, klar, mit 3 Siegen vorneweg. Der Souverän. Gut. Und dann geht's mit Time Attack Division im nächsten Rennen, oder beziehungsweise morgen dann um 14 Uhr weiter. Bis dann. Tschüss.